Hallo Freunde! Wie ihr wisst, entwickeln wir Menschen nonstop neue Techniken und Konzepte. Heute möchte ich dir wieder einige davon vorstellen. Los geht's! Perception Neuron. Für das hundertprozentige Eintauchen in ein Spiel reicht eine VR-Brille nicht aus, denn diese begrenzt sich nur auf Sehen und Hören. Um vollständig in eine virtuelle Realität einzutauchen, müssen wir alle Sinne mit einbeziehen. Hier kommt Perception Neuron ins Spiel. Dieses System wurde von mehreren erfahrenen Programmierern aus der Motion-Capturing-Szene entwickelt. Zahlreiche kleine Sensoren senden dabei ein Signal an den Computer und übermitteln ihm so die genaue Bewegung verschiedener Gliedmaßen. Wie bereits von Motion Capturing bekannt, werden diese Signale dann auf das virtuelle Ich übertragen. Dank der kostengünstigen Sensoren von der Größe eines Fingernagels kann das System beliebig ausgebaut werden, bis schließlich der gesamte Körper inklusive der Gelenke für die Hände erfasst und verarbeitet werden. Honda Riding Assist. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas hat Honda ein Motorrad mit einer verblüffenden Eigenschaft vorgestellt. Es kippt einfach nicht um. Während der Fahrt und auch wenn es steht, dieses Motorrad von Honda bleibt immer im Gleichgewicht. Egal ob riskante Kurvenfahrten oder ungeschickte Bewegungen. Neueste Technologie namens Motor Riding Assist macht das möglich. Mit Hilfe der Robotertechnologie ist der Prototyp, der ein wenig an die NC750 erinnert, obendrein in der Lage, selbst ohne Fahrer einer Person in Schrittgeschwindigkeit zu folgen. Was die Technik und/oder das Motorrad kostet, ist noch unbekannt. TechLim. Mit TechLim möchte das japanische Unternehmen Cerevo den Einstieg in virtuelle Welten weiter verbessern. Dabei handelt es sich um VR-Schuhe und Handschuhe mit haptischem Feedback. Damit sollen Nutzer in einem VR-Spiel nicht nur den Boden fühlen können, sondern auch ein besseres Gefühl beim Anfassen von Dingen erhalten. Darüber hinaus funktioniert die Hardware auch als Eingabegerät, mit dem ihr den Charakter im Spiel steuern oder verschiedene Gegenstände durch die Gegend kicken könnt. Der Preis ist noch unbekannt. Jarvis. Anfang 2016 hat sich Mark Zuckerberg zu Wort gemeldet und zeigte seine ersten Schritte Richtung personalisierte Heimautomatisierung. Jarvis soll dem Unternehmer nicht nur den Alltag erleichtern, sondern als Projekt auch eine Einführung in den Stand der Dinge in Sachen KI sein. Benannt ist die Software nach der Comicfigur Jarvis, die in den Iron Man Filmen als künstliche Intelligenz auftritt. Nur dass für die Stimme des echten Jarvis der Schauspieler Morgan Freeman verpflichtet wurde. Ob Fernseher, Hi-Fi-System, Türen, Heizungen, selbst den Toaster kann der Jarvis-Prototyp benutzen. Außerdem kann Jarvis die Mitglieder des Haushalts, von Mark über Priscilla bis hin zur Tochter Max und dem Hund Beast visuell erkennen. Data Traveler Ultimate GT. Der Data Traveler Ultimate GT von Kingston punktet mit einer enormen Speicherkapazität von bis zu 2 Terabyte Flash-Speicher. Als Übertragungstechnik wird dabei herkömmliches USB 3.1 mit Typ A-Steckern genutzt. Welche Übertragungsgeschwindigkeiten hierbei zu erwarten sind, bleibt abzuwarten. Den Data Traveler Ultimate GT soll man bereits ab Februar im Handel kaufen können. Ein Preis wurde noch nicht genannt, jedoch wird von Kingston zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine 5-jährige Garantie versprochen. Max. Manuelle Arbeit ist für die Arbeiter stets eine Belastung und mit körperlichem Verfall und Verletzungsgefahr verbunden. Exoskelette sind eine Möglichkeit, die Möglichkeiten von Arbeitern zu verbessern und sie vor Verletzungen zu schützen. Das Exoskelett besteht aus 3 Teilen, Back X, Shoulder X und Leg X, die entworfen wurden, um die Kräfte zu minimieren, die bei manueller Arbeit auf die Gelenke und Muskeln der Arbeiter wirken. Die einzelnen Teile können je nach Aufgabengebiet des Arbeiters einzeln oder in Kombination getragen werden und ihn bei Aufgaben wie dem Heben und Transportieren schwerer Gegenstände unterstützen. In einer kürzlich durchgeführten Studie stellte sich heraus, dass das Back-X-Modul die Belastung der Rückenmuskulatur des Trägers um 60% reduziert. Exoskelette bei Arbeitern einzusetzen ist meiner Meinung nach genial, da diese so vor chronischen Schäden bewahrt werden. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Und was aus dieser Liste findest du am besten? Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Like und teile das Video auf deinen sozialen Netzwerken. Abonnier den Kanal, falls es dir gefallen hat. Und ich bin so schnell wie möglich mit einem neuen Video für dich am Start.